Achtung, Nachmachalarm! Wir haben diese zwei Last-Minute-Tipps mit Dingen hergestellt, die auch Sie sehr wahrscheinlich zu Hause haben. Fangen wir aber mit einer einfachen Weihnachtsdekoration an. Für unseren ersten Tipp brauchen Sie Brottüten, Schnur, Kleber, Schere, Lineal und einen Stift, gegebenenfalls noch einen Locher. Wir starten jetzt mit unseren Butterbrottüten. Davon nehmen wir 8 Stück, je nachdem, wie groß der Stern werden soll. Bei einem mittleren Stern um die 7 bis 8 Tüten. So, die legen wir jetzt vor uns hin. Eine Tüte haben wir schon mal und hier können wir direkt schon mal anfangen zu falten, um wirklich symmetrisch den perfekten Knick hinzukriegen und dass der Stern natürlich später auch sehr, sehr schön aussieht. Jetzt noch 2 Klebestreifen drauf und das wiederholen Sie dann mit den restlichen Tüten. So, unsere 8 Tüten haben wir jetzt schon zusammengeklebt. Man sieht schon, man kann sie ganz gut auseinanderfalten. Jetzt nur noch schnell die Ecken zuschneiden. Das hat jetzt wirklich nicht lange gedauert und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist den Stern aufklappen. Und die unteren Seiten am Ende nochmal zusammenkleben. Das Ganze geht natürlich auch noch etwas aufwendiger. Dazu schneiden Sie Muster in die Tüten, die dann beim Aufklappen einen hübschen Schneeflockeneffekt ergeben. Jetzt basteln wir noch etwas ganz Besonderes. Ein kleines Weihnachtsgeschenk, das mit nur wenig Aufwand viel Freude bereitet. Wir basteln unsere eigene individuelle Schneekugel. Und dazu brauchen Sie kleine Dekostücke zum Befüllen der Schneekugel, eine kleine Lichterkette, Geschenkband zum Verzieren, Glitzer oder alternativ auch Kunstschnee, destilliertes Wasser, ein Einmach- oder Marmeladenglas mit Schraubverschluss, Babyöl sowie Schere und Kleber. Als erstes öffnen wir unser Glas. Das kann ein altes Marmeladenglas sein oder ein Honigglas, was wir verwenden möchten. Dann kleben wir die Deko-Elemente auf die Deckelinnenseite. Damit das Geschenk noch ganz persönlich wird, haben wir etwas vorbereitet. Ein Bild, und zwar vom Olli. Und das schneiden wir jetzt aus, denn Olli kommt direkt in die Schneekugel. Einen kleinen Standfuß zu bauen, erleichtert das Ankleben. Jetzt noch ein bisschen Glitzer ins Glas und dann befüllen wir die Flasche mit destilliertem Wasser. Das ist wichtig, da das Leitungswasser Keime enthält, die die Schneekugel nach einer Weile trüben können. Und noch ein Tipp. Was man hier gut sehen kann, ist, dass der Glitzer sehr schnell zu Boden sinkt. Um das Ganze zu verhindern, greifen wir zu Babyöl. Hier reichen nur ein paar Tropfen, um wirklich das Ganze ein bisschen langsamer zu gestalten und länger Freude zu haben. Und schon ist die Glitzerschneekugel fertig. Die muss natürlich noch verschenkt werden. Wir überraschen jetzt den Olli mit seiner eigenen Schneekugel. Dankeschön. Gerne, gerne. Das bin ich. Funktioniert? Schneekugel. Und so kann man auch 2 Tage vor Weihnachten noch anderen Menschen eine Freude machen. Wenn auch sie jetzt das Bastelfieber gepackt hat, das Nachmachen ist wirklich ganz leicht.